Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Bevor ich mit dem Training starte und warte ich, bis mein Freund kommt, auch heute habe ich Training mit einem Soldaten. Hier mit Stock und Messer habe ich mir gedacht, mache ich ein Video für euch. Noch bevor wir starten, wollte ich euch sagen, dass wieder Aktion für diesen wunderschönen, aus Kirsch gefertigten Selbstverteidigungsmesser oder Neckknife, ja, egal wie du es hältst, damit tust du wirklich höllisch weh und kannst dich wirklich gut in Not verteidigen, kannst du es aber auch fürs Training, wenn du alleine trainierst, auch super benutzen. Das heißt, du hinter dem T-Shirt, das kannst du entweder benutzen oder gibst du irgend so andere Band drauf, was kürzer ist, wie auch immer. Greif einfach zu. Diese Bretter sind auch wieder im Shop, diese wunderschönen Schneidebretter, ja, sehr exklusives Holz. Das ist auch jetzt in Angebot. Und wollte ich heute noch sagen, wegen Trainingen, jetzt ist auch schon in Mai, von Mai bis Ende Oktober, in jedem Monat sind schon Termine. Das heißt, fix dabei bist du erst, nachdem du einbezahlt hast, erst dann kann ich fixieren, weil ich mache sowas nicht, ja, ich warte noch oder vielleicht oder doch nicht, das gibt es bei mir nicht. Fix dabei bist du, wenn alles andere erledigt ist. Interessanterweise kommen auch einige Pärchen, das gab es noch nicht, dass Mann und Frau zu mir kommen. Das heißt, dieses neue Programm, den ich jetzt gestartet habe, wo du 2 Tage Schießausbildung hast, je 8 Stunden am Tag mit einem Spezialisten bzw. aktiven Soldaten der Einheit Cobra hier, das geht richtig durch die Decke. Danach hast du noch 3 Tage Training mit mir, je 3 Stunden Nahkampftraining, das heißt 5 Tage volle Power. Ja, die Leute wollen sich verteidigen und das ist das auch, was ich sage. Ja, das heißt, vielleicht brauchst du das nie im Leben, aber was ist, wenn? Dann wollen die Leute einfach bereit sein. Das heißt, es wird kein Bullshit, keine unrealistischen Sachen beigebracht, sondern wie du richtig mit Waffe umgehst und dann später auch mit mir, mit Stock, Messer, waffenlos und so weiter und so fort. Jetzt starten wir aber mit dem Video. Ich habe gerade mitgekriegt, Leute, in der letzten Zeit, weil ich muss sagen, Medien schaue ich nicht, außer jemand schickt mir irgendwelche Videos oder fragt mich, Marek, was hältst du davon? Bei uns haben die Leute wieder angefangen zu hamstern wegen Öl und Lebensmittel und so weiter. Wie ist die Situation bei euch und so weiter? Als erstes muss ich euch sagen, nächster Schritt in die Freiheit hier in Serbien, keine Masken mehr seit einer Woche. Das heißt, in Restauranten oder Gyms oder so hat sowieso keiner Masken getragen. Aber so in den Lebensmittelläden, Einkaufszentren musste man schon Maske tragen. Das gibt es seit einer Woche auch nicht mehr. Ja? Das heißt, diese FFP2-Masken, die gab es sowieso nie bei uns hier in Serbien. Aber auch so normale Fetzen vor den Mund brauchst du auch nicht mehr. Das heißt, egal ob du in Krankenhaus gehst, zum Arzt, keiner fragt dich mehr nach irgendetwas. Und das finde ich einfach toll. Was an diese ganze Hamsterei angeht und so weiter, dazu kommen wir noch. Ich habe gestern mit Nachbarn geredet. Er ist ein halb Russe, halb Serbe. Sein Vater lebt in Moskau. Er hat dort auch studiert, irgendwie Politwissenschaft, irgend sowas in die Richtung. Seine Frau ist Serbin, die wohnt neben mir. Und habe ich mit ihm auch geredet. Er hat gesagt, Marek, ich konsumiere sehr, auch habe ich so eigene Quelle, auch aus Russland, aber auch aus Ukraine und so weiter. Das heißt, erstens einmal hat gesagt, dass auch die Russen, viele Russen hat das auch hart getroffen, dieser Krieg, hat er gesagt. So normale Russen, also halt die Bevölkerung, die dürfen auch nicht mehr wie 10.000 Euro abheben. Viele, die im Ausland gestrandet sind, wissen nicht, wie sie nach Hause kommen, weil sie mit der Kreditkarte nicht mehr bezahlen können und so weiter. Er hat aber auch gesagt, das, was die westlichen Medien über Putin und seine Strategie da bringen, das ist vorne und hinten, das stimmt vorne und hinten nicht. Das ist einfach nur eine Lüge, sage ich ja. Er ist ein perfekter Stratege, der Putin. Er hat das schon vor Jahren geplant. Er hat aber auch gesagt, es hätte nicht so weit kommen müssen. Erstens einmal wegen NATO, weil die immer näher gekommen sind und haben sich am Abgemachten gehalten, ja, und haben immer mehr Druck an Russland ausgeübt. Und zweitens hat er gesagt, die ukrainische Armee, vor allem die Nazisten, die sind brandgefährlich, hat er gesagt. So wie im Zweiten Weltkrieg wollten sie eine reine Ukraine haben und haben Tausende von Polen getötet, wollten sie jetzt in diesen Gebieten, wo die Russen leben, ungefähr 30% Russen leben, wollten sie auch säubern. Und hätte Putin diesen Einmarsch nicht gemacht, ja, dann würde es erst richtig zu einem Krieg kommen und zu einem richtigen Massaker. Zweitens, das, was die Medien liefern oft, dass da irgendwas schiefgelaufen ist oder er kommt nicht so schnell voran, wie er möchte, hat er auch gesagt, das hat auch einen Grund, weil er wollte so viele wie möglich diese Zivilisten
verschonen. Er hat gesagt, dass nicht so wie das Amerika gemacht hat, einfach mit Flugzeugen dann Irak bombardiert oder Afghanistan oder Libyen, dass alles in Schutt und Asche, egal wie viele Zivilisten sterben. Die wollten einfach so viel wie möglich oder so lange wie möglich abwarten, dass auch die Zivilisten auf den humanitären Weg aus dem Land gehen und dass sie sich nur an diese Narzissten konzentrieren oder Nationalisten und auf die Soldaten, die dort geblieben sind. Aber er hat gesagt, es ist wie ein Gürtel, den du enger schnallst, sag ich ja, und die ganzen Soldaten in vielen, vielen diesen Gebieten haben sie einfach nachgegeben, weil die wissen, da gibt es kein Gewinnen mehr gegen so einen Gegner, kannst du einfach nicht gewinnen. Und diese Gürtel wird immer enger, enger und enger. Das heißt, da kann man nichts machen. Er hat auch gesagt, die Nationalisten sind zum allem bereit. Die opfern sogar auch eigene Leute, nur um das später auf die russische Arme zu schieben. Das heißt, glaube nicht immer den westlichen Medien, hat er mir gesagt. Da ist immer irgendwo, das, was die Medien sagen, ist immer die Wahrheit, meistens irgendwo anders. Was wir beide gleiche Meinung sind, dass die Zivilisten, Kinder, Frauen und so leiden sehr darunter. Jetzt kannst du dir vorstellen, du musst fliehen aus deinem Zuhause, du musst alles da lassen. Wenn du irgendwann wieder zurückkommst, du weißt nicht, wie du das dort wieder findest, ob da wieder alles kaputt ist, zerbombt, hast du kein Geld, das aufzubauen und so weiter. Das heißt, jeder Krieg ist scheiße. Und was wir uns beide einig sind, dass man sich nicht nur auf einen Krieg konzentrieren sollte und sagen, dieser ein Krieg ist schlecht und das andere ist okay. Alle Kriege sind schlecht, das heißt auch die Kriege, was NATO geführt hat, die Kriege, was Amerika geführt hat, wo viel, viel mehr Menschen gestorben sind als bis jetzt in der Ukraine, sind Millionen von Menschen gestorben. Ja, wenn man sich auch Bilder anschaut von Libyen, wie schön Libyen früher war, wie schön aufgebaut war, die Leute haben dort nicht schlecht gelebt, weil ich habe auch mit Leuten gesprochen, die so älteren Serben, die dort früher gearbeitet haben in Libyen, hat man ziemlich gut verdienen können. Wie schaut jetzt Libyen aus? Alle sind in nur Schutt und Asche gelegt, alles zerbombt in den Friedensmissionen. Das heißt, auch das muss man sehen. Das heißt, es gibt kein guter, kein schlechter Krieg. Es gibt nur schlechter Krieg. Und diese Systemler da oben, die Politiker mit ihren Krawatten, die verschieben einfach ihre Schachfiguren weiter. Einer hat das mehr Vorteil für den, dann wieder für den. Am wenigsten Vorteil hat das für uns, für normale Bevölkerungsgruppe, für normale Menschen. Ja? Und das ist das, was ich auch sagen wollte. Ja? Aber lasst euch bitte, die viele Menschen, ich merke das, die sind sowas von unter Stress, das schreiben mir auch die Schwestern nonstop auf Handel. Die Leute haben so viel Angst, dass das nicht mehr normal ist. Zuerst 2 Jahre Pandemie, tödliche Pandemie, wo wir alle sterben, vor allem wir Ungeimpften. Ja? Das heißt, das hast du ganze Zeit im Kopf, Ungeimpfte, wie Schwerverbrecher behandelt. Jetzt ist das wieder der schlechte Russe. Was ist das danach? Leute, schaltet einfach die Scheißglotze ab und konzentriert euch mehr auf euch. Das heißt, ich sage nicht, dass man sich nicht auf die Opfer, dass man nicht auf die Opfer schauen sollte oder wie auch immer. Aber du hilfst denen nicht, indem du dich jeden Tag, 24 Stunden am Tag, fertig machst. Schaust du nur negative Sachen und so weiter. Das ist ja nicht gut für dich oder für euch. Ich habe überhaupt keine Angst. Es wird auch kein dritter Weltkrieg bzw. atomarer Krieg oder Krieg, sonst irgendetwas ausbrechen. Er hat auch gesagt, so schnell es angefangen hat, so schnell ist es wieder auch zu Ende, wenn Russland seines erreicht hat. Und wenn die Medien irgendwann Anfang Sommer, wenn die Medien nicht mehr darüber berichten, wird es genauso schnell vorbei sein wie mit der Pandemie. Aber die Leute springen immer auf die Welle. Manche Menschen, glaube ich, brauchen das wie Sauerstoff zu atmen. Je mehr Probleme, je mehr Leid, je mehr Probleme, desto besser fühle ich mich, dann habe ich viel zum Reden und haben die Menschen sonst nichts zu tun? Das ist ja nicht gut für die Menschen. Schalte die Glotze ab, lese keine Zeitung, kein Facebook, geh trainieren, lese ein Buch, höre Musik oder sonst irgendetwas und bist du viel, viel besser aufgehoben. Ja? Bereite dich vor, trainiere. Ich sage ja auch nicht, du sollst nicht hamstern, du kannst dich für einen Monat, zwei vorbereiten, aber jetzt so stressen, wie es bei euch ist, das leere Regale, das gibt es hier überhaupt nicht. Keine Hamsterei, hier hast du alles voll. Ich weiß, dass die Ukraine für ungefähr 50% der Sonnenblumenernte zuständig ist, Russland ungefähr 29-30%, das heißt insgesamt diese zwei Länder alleine 80%. Aber es gibt ja auch Alternativen. Erstens einmal diese billige, raffinierte Öl, was viele Leute benutzen, das ist ja sau ungesund und krebserregend. Das benutze ich gar nicht, ja?
Es gibt viele andere Varianten. Es gibt Olivenöl, es gibt Rapsöl vielleicht, es gibt Traubenkernel, Leinsamenöl, Kürbiskernel, was ich für die Salate benutze und so weiter. Und zum Braten benutze ich genauso wie meine Großmutter lieber Schmalz, weil meine Meinung nach ist das natürliche Produkt aus Öl. Und das haben sie dann so viel, so wie mit dem Klopapier. Bei den Menschen ist das Problem, dass wenn die sehen, dass das mehrere machen, die denken automatisch, es ist richtig, das kann nichts falsch sein. Nur checken nicht, dass 80% von diesen Menschen sich nur leiten lassen von den Medien und von dem, was vor dir irgendetwas gemacht hat. Nur weniger von denen benutzt eigenes Denkweise oder eigenes Gehirn, wenn ich das so blöd sagen muss, sondern lassen sich immer von anderen Menschen leiten. So wie das mit dem Klopapier war, ja, und jetzt ist das einfach der Öl. Also wären da keine Alternativen. Mir ist das sowas von egal, ob es morgen kein Öl gibt oder sonst irgendetwas. Dann gibt es irgendwas anderes. Oder benutze ich auch Kokosöl zum Braten oder sonst irgendetwas. Aber genauso wie ich null Angst hatte wegen dem Klopapier und habe ich nie gehamstert, genau das mache ich jetzt auch mit dem Öl, obwohl das hier überall gibt, im Überfluss. Ja? Auch Mehl, Essen, was Serbien hat, genug Reserve, was an Dings angeht, am Mehl und sonst Weizen und solche Sachen, ja. Aber die Leute, was die Probleme machen selber, die machen sich selber diese Probleme und Stress. Und ich verstehe das nicht mehr, wohin das weiterführen soll, Leute. Wenn dieser Krieg irgendwann zu Ende ist und die Medien berichten nicht mehr in diese Richtung, was kommt das als Nächste? Wie ich in den letzten zwei Videos gesagt habe, kommt dann Klima. Werden wieder auf diesen Leuten geritten. Was kommt das als Nächste? Solange die Menschen nicht kapieren, dass die Medien, die Politiker, die Krawattenträger mit euch machen, was sie wollen, die sie nicht für euer... Viele Menschen glauben immer noch, dass die Politiker tun etwas für euch zu helfen, für euer Gutes oder wie auch immer man das nennt. Ja? Jede Schau, vor allem die, auf sich selber. Und wenn dann die Politiker sagen zu euch, ihr sollt die Heizung zurückdrehen oder manche mit so Plakaten, wo dann draufsteht, lieber frieren als Gas von Russland, ja dann friere lieber, wenn es dir das lieber ist, mir ist es nicht lieber. Serbien ist neutral. Serbien will keinen Stress mit der EU, will aber auch keinen Stress mit Russland. Deshalb auch keine Sanktionen gegen Russland verhängt und muss jetzt wahrscheinlich auch keine Angst haben, dass irgendwann der Gas abgedreht wird oder sonst. Wenn ich weiß, dass ich 80% von dem russischen Gas abhängig bin oder Sprit oder wie auch immer. Und was macht auch Deutschland? Die Politiker sagen, die wissen nicht einmal, so wie der Olaf Scholz, der weiß nicht einmal, was Sprit kostet und fährt da Limousine mit 500 PS. Dem ist das scheißegal, er zahlt nicht den Sprit, er zahlt auch nicht die Reparaturkosten von einem Autoservice, gar nichts. Dem ist komplett scheißegal. Und den anderen superklugen Politikern wie die Frau Baerbock oder wie die heißt, genau dasselbe. Von solchen Leuten sich leiten lassen und sagen lassen, lieber frieren und zurückdrehen und so weiter. Mich würde interessieren, wie viele von diesen Politikern, die 30.000 im Monat verdienen, wie viel die ihre Heizung zurückdrehen. Ob ihre Kinder sie dann auch schicken irgendwo freiwillig in die Ukraine, in die erste Linie, in Front und so weiter und so fort. Das ist so lächerlich, so, sorry Leute, ich kann mir da in dieser Richtung einfach nicht helfen. Ich versuche Leute auch nicht mich irgendwie fertig zu machen, weil ehrlich gesagt, man weiß nicht einmal, was nächsten Monat passiert, ob da wieder was Neues kommt, ob da irgendetwas. Ich glaube, dass es bald zu Ende ist und ich hoffe auch, dass nach diesen ganzen zwei Jahren Pandemie, Angst, dass wir alle sterben und jetzt wieder dieser Krieg, dass dann wieder eine gute Zeit, eine weiße, nicht mehr diese schwarze Zeit, sondern dass es eine weiße Zeit kommt. Ich hoffe, dass auch irgendwann diese Medien und diese gekaufte Politiker und alles, dass das auch irgendwann sein Ende hat und dass die Leute, dass man die Menschen, die Bevölkerung einfach schön in Ruhe lässt und wieder leben lässt in Freiheit, vor allem in der Freiheit, ohne Kriege, ohne irgendetwas, ohne die Leute vergiften zu wollen und immer irgendwie in Angst halten. Weil wenn du die Leute permanent unter irgendeinem Angstpegel hältst, dann kannst du sie auch leicht kontrollieren. Es war schon immer so. Deshalb hört sie damit auf, konzentriert euch mehr auf euch, schaut euch auf euch, schaut auf eure Familie, unternimmt was mit eurer Familie. Es wird schon nicht zu einem atomaren Krieg kommen. Ihr müsst keine Bunker jetzt bauen oder so. Du kannst ruhig Lebensmittel für einen Monat oder zwei
zwei Monate irgendwo horten. Alles gut, das ist nicht schlecht, habe ich auch. Aber lasst euch bitte nicht so verarschen, wie das manche Leute machen und so weiter und so fort. Ja? Bleibt einfach euch treu. Benutzt eure eigenes Hirn. Imitiert nicht bitte andere. Folgt nicht immer den anderen. Ja? Weil wenn du jemanden folgst, hast du immer irgendein Hintern oder Arsch vor dir. Ja? Das heißt, schau, dass du auch deinen eigenen Weg einschlägst, deinen eigenen Weg gehst. Trainiert bitte, bereitet euch vor, so wie ich es mache. Aber ich mache mir keinen Stress und ich hoffe, dass ich es nie brauche. Aber wenn was kommt, dann bin ich bereit. Ich kann meine Familie beschützen, ich kann um meine Familie sorgen. Ich weiß, was man im Notfall machen sollte. Und das ist auch mir persönlich sehr wichtig. Deshalb kann ich euch auch das Herz geben, entweder Training bei mir, ihr kennt die Online-Kurse, der Online-Kurs 2.0 ist in Angebot noch bis Ende der Woche. Ja, da hat sie ungefähr 5-6 Stunden Nahkampftraining, wie du auch alleine schaffst, weiterzukommen oder mach sonst irgendetwas. Halte dich fit. Sehr, sehr wichtig, aber vor allem unternehme was mit deiner Familie und schau, dass du dein Mindset nicht vergiftest. Glaube mir, es wird schon bald wieder alles gut sein. Es ist alles nicht so schwarz und nach jedem Gewitter kommt wieder die Sonne heraus. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt stark, schaltet Medien ab und konzentriert euch auf euer Leben. Ciao, ciao.